Dr. Med, Bodo Schiffmann bringt uns heute sensationelle Neuigkeiten über Corona, die weiteren Namen, das Neueste von Christian Felber, Warren Buffett, von John Maynard Keynes, dem Ideologen der Gemeinwohlökonomie, Coach Cecil, das Neueste, Donald Trump, und die WHO und das Tageblatt und KenFM und Klaus Püschel und Tobi Roswock bei Fridays for Future und der Arzt Volker Engelhardt, der Dr. Bodo Schiffmann zustimmt bei Gesundheitstipp TV und Nico Pech, die Postwachstumsökonomie. Ja, legen wir los. Legen wir am besten los mit Dr. Med Bodo Schiffmann, der also jetzt die Hammer-Meldung bringt sozusagen hier. Schweden hat bewiesen, Shutdown ist überhaupt nicht nötig. Der Shutdown hat keine Ergebnisse gebracht. Also er ist sich offensichtlich sicher, was ich immer nur vermutet habe, dass wir gucken müssen, was in Schweden ist, was in Weißrussland ist und so weiter. Wir müssen gucken, wo Länder einen geringeren Shutdown gemacht haben und die müssten dann ja riesige Probleme bekommen. Und er sagt aber jetzt ganz klar, dass es für ihn also bewiesen ist, der ganze Shutdown ist nicht nötig. Ja, sondern das Ganze beruft auf Irrtümern. Ganz kurz wieder unsere Beweisführung, denn ohne Beweisführung hält man vielleicht unsere negative Haltung für Verschwörungstheorie. Also Naturwissenschaft, knallharte Naturwissenschaft, Naturgesetz von Variation und Selektion, die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik angewandt auf Sozialsysteme, Gesellschaften und Wirtschaftssysteme und so weiter. Hier haben wir also den Heiler, der sagt, die Wahrheit, den Arzt, den Früharzt, nennen wir ihn den Früharzt, in der Evolution vielleicht vor 170.000 Jahren. Und er sagt, ihr dürft den ganzen modernen, denaturierten Kram, den diese ganzen Händler da so als Nahrung hier euch verkaufen, das ist zwar spottbillig, das Zeug, aber es ruiniert euer Immunsystem, ihr werdet häufiger krank und so weiter. Und das, ihr solltet bei dem ganzen Naturbelassenen bleiben. Na, und dann kommt irgendwann aber ein Früharzt, der sich irrt, sozusagen, und der sagt, nein, also ihr könnt bedenkenlos das Ganze essen, was euch fehlt ist, ihr habt einfach einen Mangel, erstens habt ihr ganz schlechte Gene und so weiter und die produzieren immer eine Krankheit nach dem anderen und außerdem habt ihr einen Mangel an meinen Heiltränken und meinen später dann Impfungen, Bestrahlung, Chemotherapien und Operationen und so weiter. Und natürlich der hält sich jetzt einen Stamm von chronisch Kranken, weil die ja alle ihre Fehlernährung weitermachen sozusagen. Der verdient ganz viel, kann ganz viel Kinder ernähren und eine ganze Großfamilie an Professoren begründen. Und diese unterrichten jetzt dann die Ärzte und die Ärzte sind dann selbst hypochondrisiert und hysterisiert sozusagen. Das hat ja dann auch der Arzt Volker Engelhardt noch einmal geschildert, ja, dass eben die Ärzte ganz oft die ersten Opfer der Hypochondrie und der Angstmache und der Panikmache und so weiter. Er schildert einen Kollegen, der also richtig panisch war und immer gedacht hat, er hätte jetzt ganz schweres Corona und dabei hat er völlig andere Dinge gehabt und so weiter. Ja, das heißt also, wer sind die ersten Opfer dieser Irrtumsevolution, die das System der freien Marktwirtschaft bzw. sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die dieser als Chefideologe der Rechten verherrlicht sozusagen,
diese sozusagen freie soziale Marktwirtschaft bringt uns also Massen von Irrtümern in den Köpfen der Medizinprofessoren und die infizieren mit diesen Viren des Geistes sozusagen mimetisch die Medizinstudenten und machen sie besonders anfällig. Das erklärt übrigens auch dann die Tendenz der Ärzte, sich selbst zu mit allen möglichen Drogen, Medizindrogen vollzustopfen, sozusagen erklärt eben dann auch eventuelle Sterberaten. Also wenn ich überlastet bin, überstresst bin, selber Panik habe, mich selbst mit Medikamenten zuschütze, ist es klar, dass ich dann unter Ärzten eine höhere Sterblichkeit haben muss und unter medizinischem Personal. Das sind automatische Mechanismen, ne? Ja, und dann geht Bodo Schiffmann sozusagen weiter. Also und letztendlich ohne das Impfgeschäft will die Pharma Deutschland nicht aus dem Würgegriff entlassen. Und da muss man aber klar sagen, Herr Schiffmann, ja, also Sie dürfen das nicht so letztendlich darstellen, als gäbe es da Menschen mit böser Absicht. Da sind wir dann, wären wir dann im Bereich der Verschwörungstheorie. Die Naturwissenschaft unterscheidet sich davon, dass eben auch ohne jegliche böse Absicht Irrtümer dazu führen lassen. Die Pharmaindustrie ist halt genauso wie die Medizinindustrie zutiefst überzeugt, dass die Menschheit generell einen Mangel an Impfungen hat und dass die Impfung der wesentliche Retter ist. Und diese Überzeugung setzen sie jetzt um. Das Entscheidende ist, dass eben leider unsere Politik und unsere Journalisten keine Abwehrkräfte gegen diese Viren des Geistes, also diese Irrtümer haben, weil sie eben das nicht haben, was hier die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre hat, dass sie sagt, niemals dürfen wir vermeintlichen Experten glauben, die in einer Industrie sozusagen ausgebildet wurden, sozusagen maximale finanzielle Erträge zu erzielen mit gewinnbringenden Irrtümern. Und ich kann doch nicht jemanden trauen, dessen Kopf voll von einer Armee von gewinnbringenden Irrtümern ist. Ich höre doch, der Mensch sagt mir, von was er zutiefst überzeugt ist, aber er ist eben von Irrtümern überzeugt. Ja, also das heißt also nichts, keine Verschwörung, keine bösen Milliardärskönige, gar nichts, sondern das ist alles Verschwörung, ja. Ja, und dann habe ich von Herrn Dr. Med Bodo Schiffmann noch eine Nachricht. 3.000 seien in 3 Monaten gestorben. Also nochmal unser Taschenrechner, damit das habe ich schon so oft gemacht und viel früher als alle anderen hatten wir natürlich die richtigen Zahlungen, die richtigen Zahlen, ja, die richtigen Schätzungen der Zahlen. Schauen wir uns den Taschenrechner an. Also, ja, wenn Dr. Med Bodo Schiffmann sagt, jeden Tag haben wir 2.500 Tote in Deutschland ganz normal und das auch noch nicht mal mit Winterzuschlag, sondern Jahresdurchschnitt, also ohne Winterzuschlag. Ne? Und dann müssen wir das ja, wenn wir 3 Monate haben, müssen wir ungefähr mit, sagen wir mal, 91 Tagen multiplizieren. Dann haben wir also eine normale Sterblichkeit von 227.500 Menschen innerhalb von sozusagen 3 Monaten und eine kleine Schwankung von 3.000, also Richtung 223.000 oder 230.000, das merken Sie gar nicht. Das ist so eine Mini-Schwankung ist völlig irrelevant. Wobei natürlich dann jetzt als Gegenargument gesagt wird, ja, wegen unserer Maßnahmen sind es nur 3.000, aber jetzt müsste man erst einmal nachweisen, dass diese 3.000 nicht zu den 227.000 gehören, also die innerhalb dieser 227.000 sind, sondern dass die überhaupt drüber sind. Denn die Grundbehauptung ist ja, dass dieses Coronavirus also ein Killervirus sei, das stärker sei als die normale Grippe. Also müsste es
immer zu bestimmten, wenigstens diese 3000 müssten ja dann als Übersterblichkeit auftauchen, ja? Und wenigstens diese kleine, und dann könnte man sagen, okay, durch die Maßnahmen haben wir es geschafft, dass dieser Killer-Virus nur auf 3000 Tote runtergedämmt wurde, aber dennoch muss doch die er als Übersterblichkeit sozusagen auftauchen, ja, nach Adam Riese sozusagen. Jetzt machen wir nochmal die Kontrollrechnungen, die Kontrollrechnung, und die wäre jetzt, wir haben jedes Jahr sterben ungefähr 930.000 Menschen in Deutschland, ganz normal im Durchschnitt, alles ohne Winterzuschlag, ich rechne jetzt ganz ohne Winterzuschlag, sozusagen 933 teile das durch 4, weil wir ja von 3 Monaten sprechen, ein Vierteljahr, und dann haben wir ja eben wieder diese 230.000 Toten. Ja? Also mit 230.000 Toten in einem Vierteljahr, in 3 Monaten muss man sowieso rechnen. Und wie gesagt, wenigstens diese 3.000 müssten doch jetzt als eine Übersterblichkeit irgendwo dann mal erkennbar sein. Und Dr. Schiffmann ist sich da wohl total sicher, dass das alles nicht der Fall ist. Ne? Und dann das Tageblatt, das berichtet auch Dr. Bodo Schiffmann, da berichtet davon, Schweden hat also Schwedens lockere Strategie, scheint zu funktionieren, Lage hat sich beruhigt, das ist deutlich ruhiger geworden, Entwarnung. Ja, und dann sagt Schiffmann, die anderen machen halt Fehler, haben halt Fehler gemacht. Und ja, und was ist denn, warum finden wir jetzt keine große Übersterblichkeit von Supermarktmitarbeitern, Polizisten, die Nahkontakt haben, Polizisten, die gemeinsam ohne Mundschutz Auto fahren und so weiter, ja? Die haben Nahkontakte, und warum werden die jetzt nicht ganz besonders krank? Denn das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das medizinische Personal ist sowieso immer ganz besonders krankheitsanfällig. Ja? Ich glaube, wir haben irgendwo nirgends, wir haben auch riesige Selbstmordzahlen im Medizinbereich, wir haben sozusagen generell hohe Hypochondriewerte bei Ärzten und so weiter. Wir haben da alle möglichen Betroffenheiten, weil die Ärzte ja in dieser Glaubenswelt leben. Die glauben ja wirklich, dass ein Killer-Virus umgeht und reagieren darauf entsprechend und dass Ängste Immunsysteme schwächen und so weiter, ist ja lange bekannt. Ne? Ja, dann gehen wir, nachher kommen wir nochmal zu Präventionstipps von Dr. Med Engelhardt zu Corona, aber erstmal gehen wir so die anderen Themen mal kurz durch. Christian Felber, also da wird auch nochmal deutlich, dass das Ganze keinen gesunden Egoismus hat, ja, also diese ganze Mentalität von diesen ganzen Linksextremisten, ja, das ist wie, habe ich schon gesagt, wie eine Sekte, wie die Scientology, wie die Zeugen Jehovas gegen jedes Argument immun, weil sie sich überhaupt nicht mit Argumenten beschäftigen. Da geht es darum, einfach nur ein Sekten, das ist wie so eine Sektenwelt, sie können, bevor sie einen Linksextremisten überhaupt ins Gespräch kommen über Argumente, bleibt der in seiner spezifischen Scientology oder in seiner Zeugen Jehovas Sekte, und da können sie machen, was sie wollen. Ja, ich habe gehört, dass also verschiedene Versuche gemacht wurden, da mal Gespräche aufzunehmen. Das geht gar nicht. Sie können mit Scientologen, also mit Linksextremisten, können sie nicht reden. Ja, und immer diese Zerstörung von allem. Ja, also das heißt, was die Linksextremisten, alle ihre, sagen wir mal, Gutmenschengedanken der Linksextremisten würden alle
Europa und Deutschland volkswirtschaftlich total ruinieren. Ne? Jetzt ruinieren wir ja sowieso schon, also weil die Schweden werden uns jetzt wirtschaftlich davonziehen, ja, und viele Länder werden uns wirtschaftlich jetzt, werden Sprünge nach vorne machen und Deutschland und Europa werden riesige Schritte nach unten machen und werden sich Afrika nähern. Ne? Und das heißt, also wir sind dabei, alles zu zerstören, ja. Und das ist aber irgendwie die Gutmenschengedanken der Linksextremisten führen genau eben notwendig dazu. Ja, Warren Buffett, ja, der ist ja auch ein Opfer des Ganzen. Warren Buffett, das wurde die Liste der 10 größten Milliardäre, unserer 10 größten Milliardärskönige genannt. Ja. Der größte ist ja Jeff Bezos, der natürlich jetzt mit Amazon ganz viel verdient, weil eben die Leute mit der Konsumsucht natürlich nicht aufhören wegen Corona, sondern das geht jetzt alles über Amazon. Ne? Und Warren Buffett, der soll ja angeblich Krebs haben schon seit Jahren und so weiter, also Krebsbetroffener sein. Ja, und so Milliardärskönig Warren Buffett, lieber Warren Buffett und sozusagen... Sie sind doch Opfer dieser ganzen freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Das ist doch das, was unser aller Leben zerstört. Also noch einmal, die freie soziale Marktwirtschaft müssen wir beenden, aber auf keinen Fall mit irgendwelchen Ideen dieser verrückten Linksextremisten, ja, sondern wir müssen das mit mittiger Naturwissenschaft müssen wir die freie soziale Marktwirtschaft mit Vernunft und naturwissenschaftlichem Verstand verlassen, denn sie raubt ihnen ihre Gesundheit. Oh, lieber Warren Buffett, sie raubt ihnen ihre Langlebigkeit und sie raubt ihnen total ihre Lebensqualität. Ja, habe ich aber schon 100 Mal gesagt. Ne? Ja, und dann, da gab es eine Sendung mit irgendwelchen Gemeinwohlökonomen, ja, Gemeinwohlökonomie, da ging es dann auch um John Maynard Keynes, heißt er, glaube ich. Ja, das ist ja so ein volkswirtschaftlicher Ideologe, der sozusagen den Linken ganz gut gefällt, weil er die immer schön die Manipulation versucht sozusagen, wenn wir nur die Ärmeren mitprofitieren lassen, dann durch Gehaltssteigerung, nur dann können auch die Reichen überleben. Das ist natürlich ein Märchen, denn sozusagen, ja, wenn ich als erstes rangehe, so wie die Linksextremisten mit dem Märchen von Keynes, ne? Und dann sage, es geht euch, es wird euch besser gehen, wenn ihr den Leuten höhere Löhne zahlt und sie mitprofitieren lässt, dann, auch dann könnt ihr gut überleben. Dann sagen die Milliardärskönige, wenn das einzige Angebot ist, wenn also nicht das Angebot ist, mehr Lebensfreude, mehr Gesundheit, mehr Langlebigkeit, was für die Milliardärskönige eben auch interessant ist, weil sie ja ganz normale Menschen sind, wie wir alle, ja, und wenn das erste Angebot ein Trickversuch ist, sie auszutricksen, dann sagen die Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich brauche doch die Ärmeren nicht. Ich kann doch alle meine Güter auch, wir können die unter uns Reichen, unter den Millionären und vermögenden Personen dieser Welt können wir doch unsere Güter verkaufen. Wenn die Armen halt nichts mehr haben, dann stellen wir halt keine Güter mehr für Arme her, sondern nur noch für die Vermögenden. Und dann sind wir wirtschaftlich erfolgreich. Während wenn ich jetzt als Milliardärskönige als Großaktionär in meinen Unternehmen sozusagen zulasse, wo ich also Bestimmungsrecht habe und so weiter oder Mitspracherecht habe, dort dafür plädiere, dass wir dort höhere Löhne bezahlen, dann lachen sich die anderen Konzerne kaputt und wir haben die höheren Kosten, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, werden im Wettbewerb kaputt gemacht und dann sind meine Aktien wertlos. Also Nachtigall, ich höre dir trapsen, ich höre doch nicht auf so eine Spinnerei wie John Maynard Keynes, ne?
so eine linksextremistische Spinnerei. Ne? Und dann, ja, also auf der anderen Seite können wir paradoxerweise sagen, dass die Gemeinwohlökonomie auf der anderen Seite Dr. Markus Krall, den Chefideologen der Rechten, ja also regelrecht gefallen wird. Denn die Schädlichkeit des Marktes wird von beiden nicht beendet. Ja? Also sozusagen die Gemeinwohlökonomie ist ja letztendlich ein Tarnkappen-Stalinismus und die würden also ja sozusagen die Schädlichkeit des freien Marktes ja gar nicht beenden, denn die Gemeinwohlökonomie ist völlig blind dafür, dass auch wenn sie einen gemeinwohlzertifizierten Bäcker haben, ja, dass also eben hier, da würde ein wahrheitsorientierter Lebensmittelhändler würde sagen, ich darf generell kein Brot kaufen, weil es gibt, das Brot generell ist kein besonders gesundes Lebensmittel und dafür kriege ich schlechte Wohlfühlnoten und schlechte Gesundheitsdaten meiner Kunden. Also sozusagen verkaufe ich sowas nicht und so ein wahrheitsorientierter Händler macht natürlich, verzichtet auf das Brotgeschäft und geht allein, deswegen kann er schon pleite gehen, ja, und wird aussterben. Während der andere Händler unter den Bedingungen des freien Marktes und der freien sozialen Marktwirtschaft, der glaubt, ah, so mein Gemeinwohl zertifiziertes, Gemeinwohl bilanziertes Brot, ja, das ist ja total gesund, daran glaube ich, und er verkauft das und die Leute glauben, ah, ja, Gemeinwohl bilanziert, dann wird das doch nützlich sein und kaufen dieses krankmachende Brot und so weiter und kaufen das ab. Ja, und auf solche Evolutionsprozesse, davon hat die Gemeinwohlökonomie keine Ahnung. Also alles, was wirklich schädlich ist am Kapitalismus, an der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, würde die GWÖ ja gar nicht beenden. Das heißt, das macht sie gar nicht zum Thema. Erst die Wohlfühlstimme der Next Scientist for future.de würde ja dazu führen, dass dann dieser Händler mit seiner Gemeinwohlbilanz würde so schlechte, die man natürlich dann gar nicht mehr bräuchte, weil es reine Zeitvergeudung ist, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, ja, würde man mit den Wohlfühlstimmen, würde man feststellen, dass auch dieser ökologisch bemühte Brothersteller trotzdem die Leute krank macht, die Wohlfühlnoten verschlechtert von Kunden, die häufig bei ihm Brot kaufen, sozusagen, statistisch sich über die große Zahl zeigt, dass er die Wohlfühlnoten verschlechtert und die Gesundheitsdaten der Menschen verschlechtert. Und das wird ja dann immer zusammengerechnet. Wohlfühlnote und Gesundheitskostendatenentwicklung sozusagen werden in einen Wert zusammengerechnet. Und dann wird dieser Händler im neuen System dahin rücken, nämlich in Richtung Aussterben, es sei denn, er hört auf, Brot herzustellen und macht was Gesünderes, gesundes Obst, gesundes Gemüse, Wildkräuter und so weiter. Also Naturnahrung und nicht ein Kunstprodukt wie Brot, ja, mit all seiner Schädlichkeit. Der Mensch scheint ja kein Getreidetier zu sein, ja, und von den genetischen Materialien. Das ist der einzige Punkt, wo GWÖ, also Gemeinwohlökonomie, und Dr. Markus Krall sich einig sind. Sie sind auf den beiden Augen blind, wenn es um die schädlichen Evolutionsprozesse innerhalb des Marktes geht. Des ungelenkten, nicht planwirtschaftlich sauber, vernünftig gelenkten Marktes. Ne? So, dann gehen wir doch mal weiter, sozusagen, ja. Die GWÖ, die ganzen Linksextremisten, auch Nico Pech, der nachher noch kommt und so weiter, das sind alles Tarnkappen-Stalinisten, ja? Die würden diese schreckliche, kranke, pseudokommunistisch, pseudosozialistisch, pseudoplanwirtschaftliche, diesen ganzen Mist wiederholen im Prinzip, weil sie immer noch in dieser Sekte gefangen sind und nichts Neues hören wollen, immer nur ihre Scientology, ihre Zeugen Jehovas, das Linksextremismus wiederholen sozusagen, ja. Wir müssen mittig denken. Ne?
Die echte Mitte gibt's nur noch bei den nextscientistforfuture.de. Ja, Keynes ist falsch, natürlich, also das habe ich ja eben schon gesagt, Keynes ist falsch, genau. Gutes Leben, da wird von gesprochen, von gutes Leben, ja. Der Mensch ist von Natur aus, also diesem Thema gutes Leben bei Gemeinwohlökonomie muss ich widersprechen, also der Mensch ist ein Kommunentier von Natur aus. Ohne das ist wohl Glück nicht möglich, ja? Und die Gemeinwohlökonomie thematisiert überhaupt nicht das Thema, dass wir möglicherweise ein Kommunentier sind und nur durch den freien Markt unsere Kommunendasein zerstört worden ist und dass dadurch eben Glück nicht möglich ist. Ganz kurz die Beweisführung, wieder ganz kurz nur hier. Dieser Früharzt und Frühhändler sagt, nein, ihr müsst unbedingt auch euer Kommunenleben weiterleben mit all dem Geschmuse und dem Liebhaben, ja, denn das stärkt euer Immunsystem und das ist euer Glückshaushalt. Ihr seid nun mal genetisch ein Kommunentier und Kommunentiere, wenn die ihre Kommune nicht mehr haben, dann erleiden die einen riesigen Glückshormonverlust und allein das schwächt auch schon das Immunsystem und so weiter, ja. Und deswegen müsst ihr ja auch immer nur Naturnahrung essen, ja? Und jetzt kommt aber der Wettbewerber in der freien Marktwirtschaft, unter den Bedingungen des freien Markts, die die Menschheit ja tragischerweise erfunden hat, also wir alle erfunden haben, unsere Vorfahren erfunden haben. Und dieser freie Markt, das Dr. Markus Krall, ist dann eben der Fluch für uns, nämlich dass hier da dieser Früharzt und Frühhändler sagt, nein, also hier dieses Geschmuse ist ja so widerlich und so eklig und so unkeusch und so unschicklich, ach und schrecklich und so weiter. Und die Menschen, seine Kunden, werden dadurch beeindruckt, schmusen weniger, haben Endorphinmangel, werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, übernutzen die Erde, weil sie zu viel konsumieren, Schluck Wasser. Dadurch lösen sich die Kommunen auf und es beginnt das Zeitalter der Monogamie durch den Einfluss des freien Marktes des Dr. Markus Krall. Ja? Und dadurch, liebe Milliardärskönige, werden Sie niemals glücklich sein dürfen. Denn wenn Sie genetisch, was naturwissenschaftlich Hinweise dafür gibt, keine absolut Beweise, aber alle Hinweise sprechen dafür, dass Sie ein Kommunentier sind und da Sie aber nicht in der Kommune leben, können Sie niemals glücklich sein, können sich niemals allumfassend geliebt fühlen und so weiter. Genau, also alles andere wurde in über 400 Videos ja tausendfach erklärt und alle Videos und alle vier Homepages sollte man verstehen wie ein gesamtes, großes, dickes Buch, ein riesiges Studium über die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und die sollte jeder Mensch kennen. Sonst weiß er nie, wie die Welt funktioniert. Ne? Gut, das war das. Coach Cecil, im Internet sehr rührig, auch zum Thema Corona. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, WHO, ist letztendlich eine Vertretung der Pharmaindustrie, behauptet er. Das ist das, was ganz logisch ist, ja, wenn die Ärzteschaft sich irrt. Und unter Bedingungen des freien Marktes die Irrtümer das Denken beherrschen. Und dann ist es ganz klar, dass die Pharma-Riesen überzeugt sind, dass der Welt ihre Produkte mangeln, ist doch klar, dass sie
natürlich in irgendeiner Weise versuchen, Kontakt herzustellen mit der WHO und dort durch Geschenke, Geldgeschenke sich Freunde zu machen, gut investiertes Marketinggeld. Das ist ja ganz verständlich, weil die sind ja überzeugt, dass die Menschheit wirklich an einem Mangel ihrer Produkte krankt, ne? Und wenn ich von sowas überzeugt bin, dann mache ich das eben auch. Und deswegen ist es ganz selbstverständlich, dass jetzt mittlerweile die WHO eben, und dann sagt er noch, die WHO ist durch. Ne? Nein, aber das ist doch ganz klar, dass die WHO im Prinzip eine Werbeplattform der pharmazeutischen Industrie der Welt geworden ist. Das ist doch ganz nötig. Und dann kritisiert er halt, dass Bill Gates eben einen davon von den Irrtümern der Pharmaindustrie angesteckter Milliardärskönig natürlich die ganze Welt impfen möchte. Und er wird nochmal erwähnt, dass er verklagt wurde in Indien, weil er dort so viel Schaden angerichtet habe. Aber der Bill Gates ist eben zutiefst überzeugt von seinen Irrtümern, ja? Und glaubt, dass er wirklich so etwas Gutes für die Menschheit tut. Das war er bestimmt auch, als er damals seine Kollegen oder wie auch immer über den Tisch gezogen hat. Man sagt ja, Mark Zuckerberg und Bill Gates haben ja beide angeblich irgendwie ihre Kollegen über den Tisch gezogen, betrogen und so weiter und nur so ihren Riesenerfolg erzielt, ne? Aber das war ihnen damals wahrscheinlich auch gar nicht bewusst. Das fehlt, also sie glaubten damals wahrscheinlich, alles wäre richtig gelaufen, ne? Der Mensch irrt sich, solange er lebt. Donald Trump, sozusagen, da ist eigentlich alles umgedreht. Der kritisiert jetzt wiederum die WHO, sie hätte zu wenig panisch auf das Virus reagiert. Sie hätte also nicht genügend die Pharmaindustrie-Position übernommen. Ja? Und deswegen will er denen die Gelder stoppen. Ja? Also da ist wieder alles wieder ganz anders. Ne? Paradox, ne? Ja, dann sind wir mit dieser Seite fertig. Und dann KenFM, wieder eine Sendung dieses Senders KenFM. Ich unterscheide nicht, ob KenFM selber spricht oder ein anderer spricht. Das ist der Sender KenFM, ja, der Internetfernsehsender KenFM. Da wurde wieder erwähnt, der Pathologe Professor Klaus Püschel. Und ja, und wieder diese Aussage erwähnt, es handelt sich nicht um ein Killer-Virus. Modak und Co. hätten doch eigentlich bei all diesen Entscheidungen in der Politik beteiligt werden müssen. Aber so ist das eben, wenn die ganze Gesellschaft doch sozusagen ohne jegliche Kritikfähigkeit gegenüber der freien sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise sozialen Marktwirtschaft, das Ludwig Erhard, die in Wirklichkeit ja die freie soziale Marktwirtschaft ist und war schon immer, ja, wenn da keine Kritikfähigkeit ist, dass der freie Markt automatisch zur Multiplikation gewinnbringender Irrtümer führt, automatisch und zwangsläufig. Und dadurch das Bewusstsein fehlt, dass natürlich der vermeintliche Experte immer der mit der größten Zahl aller Irrtümer ist, sozusagen, dass man deswegen eben da gesagt hat, naja gut, ich vertraue halt den besten, den berühmtesten Experten, die von der Pharmaindustrie die größten Geldzuwendungen bekommen und all die Kritiker brauche ich ja nicht zu hören, denn ich habe ja die besten Experten. Ja, und das ist alles auch keine böse Absicht und keine Verschwörung. Das ist einfach das, was man sagen muss. Albert Einstein, das Größte bei der Menschheit ist die Dummheit. Ne? Es ist einfach nur, die Menschheit ist zu dumm für die freie soziale Marktwirtschaft. Die ist zu gefährlich als System für die mangelnde Intelligenz der Menschheit. Ne? Schluck Wasser. Wodak, ja, also jetzt kommt der nächste linksradikale Ideologe, Tobi Rossbock bei Fridays for Future. Die machen ja jetzt immer so Internetsendungen, Internet-Zoom-Talks und so weiter, wie
Ich wurde ja letztens auch interviewt mit dieser Technik des Internets, wobei dann immer auffällt, dass der Ton deutlich schlechter ist, als wenn man auf ganz normale Telefonkonferenz vom Ton her gehen würde, da hätte man besseren Ton. Also bei Globify.com, kostenloser Telefonkonferenzanbieter, ja, da hatten wir immer besseren Ton als bei Internetton, ist irgendwie schlecht noch. Also da ist noch Handlungsbedarf. Aber da bei Tobi Bosrock haben wir wieder so die ganze Palette der Weltzerstörungsideologien, ja. Also sozusagen, ich nenne nur ein paar, weil es ist einfach die linksextreme Sekte bleibt unter sich und Fridays for Future hat sich längst mit Greta Thunberg in diese linksextremistische Zeugen Jehovas Scientology-Sekte eingefügt. Bitte nochmal, Leute, schmeißt diese ganzen Linkssektiere aus euren Orga-Teams raus und nehmt Kontakt auf mit den nextscientistsforfuture.de. Alles ein Wort, eure einzige Chance nach wie vor. Ne? Kohlestopp 2026 vollfinanziert. Ihr würdet also sehr viel kriegen für eure Klimaziele. Ne? Aber die, wie gesagt, das weiß ja kein Mensch, ob diese Klimaziele nur, ob das Ganze nur ein Betrug an der Welt war. Ne? So, das weiß ja keiner. Und ja, also Leistungsfeindlichkeit. Es geht mal los. Also gucken wir uns diese Zerstörung Europas an. Ja? Die noch nicht mal gegründeten United States of Northern Europe würde also ein Tobi Bosrock zusammen mit Fridays for Future dann eben auch zerstören. Erst einmal die Leistungsfeindlichkeit. Ja? Was machen wir, wenn wir Leistung nicht mehr schätzen? Wir sind uns einig, also wenn der Mensch wieder in einer Kommune lebt und die Milliardärskönige, also jetzt gehen wir nochmal darauf ein, ganz kurz, wenn die Milliardärskönige wieder liebevoll integriert sind in den Kommunen und wieder anfangen, alles den Frauen, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommunen zu schenken und dadurch die Schere zwischen Arm und Reich relativ zügig wieder total zusammengeht, ohne jegliche Enteignung oder ähnliche linksextremistische Spinnereien, ja, dann ist die Harmonie hergestellt und dann werden wir vielleicht auch, wenn die ganze Welt da mitzieht und wir nicht mehr bedroht sind durch andere Staaten, weil wir wieder alle weltweit ein Netz von Kommunen überspannt, die friedlich mit ihren Nachbarn in liebevollen Kontakten mit ihren Nachbarn leben, wo die eigenen Töchter und Enkelkinder leben und so weiter. Ja, dann haben wir wieder einen Naturzustand hergestellt, zusammen mit Hightech, mit dem wenigen, was wir an supermoderner Technik brauchen und so weiter. Aber dann können wir zum Beispiel völlig auf Rüstung, zum Beispiel auf Defensivrüstung sogar verzichten, ja. Aber bis dahin, bis die ganze Welt vernünftig geworden ist, müssen wir uns doch vor dem Schicksal der Indianer, also der nordamerikanischen Indianer, die hatten keine so starke Leistungsorientiertheit wie Europa. Und was haben die Europäer mit den nordamerikanischen Indianern gemacht? Sie haben sie einfach platt gemacht, ja. Und wenn wir jetzt hier in Europa eine Leistungsfeindlichkeit, das Tobi Roswock sozusagen, bringen wollen, dann haben wir sozusagen, dann können wir zwar, wenn wir einen Defensivabwehrraketenriegel rund um Deutschland oder Europa ziehen und diese sind nicht Hightech, sondern Lowtech, also minderwertige Qualität, dann kann jeder angreifende Staat, der angreifen will sozusagen und das und uns als Saddam Hussein behandeln möchte, als Irak oder als Gaddafi behandeln will, als Libyen sozusagen, und uns überfallen will, der kann dann mit seinen leistungsorientierten Hightech-Leuten bessere Raketen entwickeln und die durchdringen unseren Raketenabwehr, Mini-Raketenabwehr, Abwehrraketen
Abwehrriegel, unseren Abwehrriegel, unseren Verteidigungsriegel, ja, und dann sind wir am Ende, ne? Jederzeit, denn warum soll, die Welt hat doch nicht aufgehört, andere Staaten wie die nordamerikanischen Indianer und die Indios und die Aborigines zu behandeln, sondern die Welt ist jederzeit bereit, noch die kapitalistische Welt, Sarah Wagenknecht, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Ja? Wie die Wolke den Regen in sich trägt, trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Ja? Das ist nun mal so. Ja? Und damit, wir müssen doch in der Realität leben als Naturwissenschaftler. Ja? Und diese Leistungsfeindlichkeit ist also das erste linksextremistische Scientology-Denken. Ja? Dann spricht er von Ausbeutungsverhältnissen. Also da haben wir wieder, das heißt, also er gesagt hier, das anstatt zu sagen, lieber Milliardärskönige, wir wollen, dass du auch zukünftig in Kommunen 127 Jahre alt wirst, dass du kerngesund 127 Jahre alt wirst, dass du total glücklich 127 Jahre alt wirst, weil du geliebt wirst von deiner ganzen liebevollen Kommune, in die selbstverständlich deine jetzige Ehefrau und deine Kinder eingehen und so weiter. Also und du so rundum geliebt wirst von der gesamten Welt, weil durch die Wohlfühlstimme sozusagen hast du ja deine Unternehmen umstrukturiert auf für alle Menschen Gutes tun sozusagen und auf Gute, und dann wirst du geliebt werden, anstatt wie jetzt gehasst werden von all diesen Drosswocks dieser Welt und den Fridays for Future und so weiter. Und jetzt geht aber der Tobi Roswock hin, anstatt denen solch dieses Angebot machen, die Next Scientist for Future.de an unsere geliebten Milliardärskönig, und jetzt kommt ein Tobi Roswock und sagt, ihr Ausbeuter, ja, ihr Leistungserzwinger, ja. Wie sollen denn da bitte schön die Milliardärskönige, die über 2000 Herrscher dieser Welt, wie sollen die denn reagieren? Außer feindlich auf so etwas. Ja? Ja? Und dann dieser Satz, dann kritisiert er den Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, gucken wir uns doch die Bonobos an, ja? Die Bonobos, die menschenähnlichsten Lebewesen der Erde, die also die einzigen sind, die wir studieren können, die nicht von der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall beschädigt sind. Und wie geht's dort? Dort, die leben in Kommunen, selbstverständlich, ja? Die leben ihren Naturkommunismus, ne? Aber wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also ich glaube, dass dort läuft es auch so. Wer gar keine Fruchtbäume findet, wer nicht fleißig durch die Gegend läuft als Mann und dort kräftig die besten Fruchtbäume und Nahrungspflanzen der Region findet sozusagen, ja, der wird sicherlich nicht überschüttet werden, weder mit Essen, noch bekommt er besondere, also jetzt eine herausragende Dosis an Anerkennung, Achtung, Liebe und Sexualität. Natürlich wird man auch mit ihm Sex haben, ja, denn bei den Bonobos haben alle mit allen Sex, aber die Intensität dieser Sexualität und die Vaterschaftswahrscheinlichkeiten dieser Sexualität werden sich doch auch bei den Bonobos auf die fähigsten der Bonobos, also die Vorfahren unserer heutigen Milliardärskönige beziehen, wobei es natürlich keine direkte Vorfahrenlinie gibt, sondern wir müssten jetzt zurück zu den Vorfahren der Bonobos, wo sie sozusagen der Punkt, wo der Mensch, Menschen und Bonobos die gleichen gemeinsamen Vorfahren hatten und in diesem Sinne sozusagen bei den Bonobos ist es, das ist, lieber Herr Roswock, das ist auch eine Leistungsgesellschaft, weil DNS, das Genom, ganz grundsätzlich keinen Nullleistungsgesellschaft ermöglicht. Auch die Kommune, wo wir ja wieder hinwollen, mit all ihrer Entspanntheit, auch dort wird es nach wie vor so sein, dass die Leistungsfähigsten mehr Kinder hinterlassen
Und dann auch, wenn es zu liebevollen Kontakten mit den Nachbarkommunen kommt, werden die Frauen der Nachbarkommunen, die nicht identisch sind mit den eigenen Töchtern und so weiter, die aus anderen Kommunen stammen, dann wieder besonders eine große Schwangerschafts- und Empfängniswahrscheinlichkeit aufweisen, wenn sie mit den fähigsten der besuchenden Gruppen sozusagen Sex haben. Ne? Und das ist also Leistung aus der Evolution ganz rauszunehmen, ist eine verrückte, geisteskranke Idee. Wir wollen die entspannte, gemütliche Kommune, ne? Aber dazu muss die weltweit existieren. Die ganze Erde muss, so wie es die Bonobos, die gibt es ja leider nur in einem kleinen Bereich der Erde, aber wenn das, nehmen wir mal an, die Bonobos würden jetzt weltweit leben, dann leben die eine Kommune, Nachbarkommunen, eine Kommune, Nachbarkommunen, ein Netz von Kommunen, ja. Und das ist, wenn die Menschheit wieder in diesem Zustand ist, ihres maximalen Glückszustandes sozusagen, und das garniert mit Hightech, ja, mit höchster Technologie, ja, und Weiterentwicklung dieser Hightech-Geschichte, dann ist es sozusagen, dann ist auch eine größere Entspanntheit aller möglich. Aber im Moment leben wir in der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, und die alleine ist so gefährlich, dass man im Moment noch nicht nachlassen darf in der Leistungsfähigkeit, ja? Und dann auch, warum sollen wir denn jetzt irgendwas ändern? Wir haben im Moment keine Notwendigkeit. Wir müssen doch erst einmal die Probleme lösen, nämlich die freie soziale Marktwirtschaft erstmal beenden. Ja? Und dann spricht er, Roswock, von der kostenlosen Mobilität, ja, also als hätte er nie gehört, dass wir auch eine Mobilitätssucht haben, ja. Was hat die freie soziale Marktwirtschaft alles dafür getan, dass Menschen eben nicht mehr mit anderen Menschen zusammenleben, sozusagen, ja. Und das wollte ich ja vorhin kurz zeigen, also nochmal, ja, die nordamerikanischen Indianer, die waren eben nicht so leistungsaufgeputscht, waren also in ihren waffentechnischen Möglichkeiten eher hier angesiedelt, ja. Und dann kam Europa, das in der Waffentechnologie eben hier in der Spitze der Normalverteilung der Welt angesiedelt war, und hat natürlich problemlos die nordamerikanischen Indianer ausgerottet. Ne? Und das ist doch der normale Gang der Dinge. Deswegen, solange wir noch Kapitalismus haben, müssen wir noch wehrfähig bleiben. Also müssen wir noch leistungsfähig bleiben. Ne? Ne? So. Und ja, kostenlose Mobilität. Was ist dann damit, dass eben, ja, der Kapitalismus, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall hat alles dafür getan, dass Mentalitäten entstanden sind, aufgrund derer die Leute in einem Haus leben können mit 500 Leuten, aber null Kontakt mit den Nachbarn haben. Allein dadurch sind sie ja schon mobilitätssüchtig, denn sie brauchen ja, um überhaupt noch Glück erleben zu können, müssen sie ja immer fahren, immer irgendwie mobil sein, immer irgendwo hin, ja, irgendwo anders, den anstatt dort zu genießen, ja. Also zum Beispiel, wenn man eine Kommune begründen will, sollte man das so machen, dass erst einmal die Leute, die gemeinsam in der Kommune leben wollen, erst mal in benachbarte Wohnungen ziehen sollen, damit die Wege endlich verschwinden. Ja? Denn die Wege sind doch nichts Natürliches. Der Mensch ist doch nicht genetisch reisesüchtig. Er ist doch dazu hin manipuliert worden durch die freie soziale Marktwirtschaft. Ja? Die Leute reisen doch nach Mallorca und saufen sich die Hucke zu, weil die freie soziale Marktwirtschaft ihnen hier in Europa alles Lebensglück geraubt hat, und dass sie deswegen sich trösten müssen, mal durch solche kleinen Ausbrüche, ne? Und endlich mal wieder was erleben können, mal wieder ein bisschen Flirten erleben können in einem erzverklemmten Europa, das die freie soziale Marktwirtschaft total im Griff hat, im Zerstörungsgriff hat. Ne?
Ja, also diese Sekte bleibt eben leider total unter sich. Die sind durch nichts, also nicht durch nichts sind diese linksextremistischen Scientologen und Zeugen Jehovas irgendwie korrigierbar. Ne? Dieser Toby Rosbrock würde wahrscheinlich damals in der 68er Zeit, wäre er so mit dem Schimpfwort Gammler belegt worden. Ja, also das sind die unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören würden. So, der Arzt Volker Engelhardt, der sagt eben ganz klare Aussagen und bestätigt damit Dr. Bodo Schiffmann nochmal. Das ist aus meiner Sicht, also das ist sozusagen, er sagt, das ist eine ganz normale Grippe. Der schildert auch die ärztliche Hypochondrie und ja, und dass die deswegen ja auch besonders gefährlich sind. Also das ist eine ganz normale Grippewelle, hat er gesagt. Ja, genau. Ja, und deswegen sind die Ärzte sind ja eben die ersten Opfer ihres Studiums, das habe ich auch schon gesagt. Dann, ich erinnere mich selbst an eine Medizinstudentin mit ihrer Herpesangst. Also ich habe so das völlig ignoriert sozusagen, hatte keinerlei Ansteckungsängste und so weiter, weil ich immer darauf vertraut habe, ja, das Immunsystem knüppelt selbstverständlich diese Viren runter und dann habe ich die als Gast, wie jeder andere Mensch auch, wie die Masse der Menschen auch, und die tun mir nie was. Und ich habe auch nie irgendwann jemals Kontakt, irgendwie Probleme mit Herpes gehabt, denn ohne geschwächtes Immunsystem kein Herpes, sozusagen keine akute Herpeserkrankung. Ja. Aber man sieht, dass diese Medizinstudentin, die war so richtig gebeutelt von dieser Angst, das sitzt jetzt in meinen Genen. Naja, Viren, das ist, gehört zum Alltag, dass Viren unser Genom befruchten. Das machen sie seit 4 Milliarden Jahren, ja, und daran ist nichts Besonderes. Viren sind sozusagen auch neue, genauso wie zum Beispiel Zuwanderung, ja. Wie gesagt, die Naturwissenschaft plädiert ja für ein vernünftiges Multikulti. Die Fähigsten aus allen Staaten der Erde sind herzlich eingeladen, hier mitzuarbeiten und uns zu helfen, dass Europa die stärkste Volkswirtschaft der Welt wird, wieder zurückkommt sozusagen. Und ja, aber das ist genetische Befruchtung, ja, Multikulti, wertvolle Gene fähiger Leute aus dem Ausland, ja. Und genauso sind auch Viren, auch Herpesviren eine genetische Befruchtung und erzeugen gewisse Vielfältigkeiten, aber erzeugen eben auch Kinder. Das kann dann natürlich auch zu Genomveränderungen bei Kindern kommen, die dann eben negativ sind. Na gut, dann sterben diese Kinder halt früh bis zum dritten Lebensjahr und so weiter. Das ist der Gang der Evolution. Wir wollen doch nicht den Gang der Evolution beenden und stoppen. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass die Ärzte mit ihrer Inkompetenz und Unwissenheit sozusagen jetzt an unserem Genom rumfuschen, dann was dabei wohl rauskommen wird, ne? Ja, gut, dann spricht er natürlich auch an sozusagen Sauna. Ich habe ja schon oft gesprochen über heiße Badewanne, also Hyperthermie als künstliches Fieber, das nochmal hilft, Viren abzutöten, also größere Virenmengen abzutöten und so weiter. Dann schildert er das nochmal erschreckend, dass er behauptet, dass also durch eine Antibiotikagabe könne man jahrelang an einer Immunschwächung leiden dann als Folge. Ne? Ja, also unsere Medizin irrt sich natürlich, gewinnbringende Irrtümer. Ja, der Arzt, der also bereitwillig Antibiotika verschreibt bei jeder auch viralen Infektion und wegen jeder Kleinigkeit, wird dann belohnt finanziell dadurch, dass dieser Mensch jahrelang immungeschwächt ist dadurch und dann eben, weil ja nicht alle Ärzte diesen Darmflora-Aufbau, den Mikrobiom-Wiederaufbau wieder machen sozusagen und dann sozusagen
hat er einen Dauerkunden und wird finanziell dafür belohnt, dass er das Immunsystem des Patienten geschadet hat. Und natürlich haben sich solche gewinnbringenden Irrtümer überall ausgebreitet und die meisten Ärzte glauben diese gewinnbringenden Irrtümer, ja. Dann erinnert er uns nochmal an Zink. Ich nehme jeden Tag eine Kleinigkeit Zink zu mir und Selen. Da sollte ich mal wieder ein paar Paranüsse machen in meinen Nüsse-Mix, ne? Und Vitamin D. Ja? Und jetzt haben wir noch so einen linksradikalen Chefideologen, Nico Pech, mit seiner falschen Vorstellung. Also die Umkehr, na, wo ist es, die Umkehr durch die Wohlfühlstimme würde also, ja, die gesamte Suchtgesellschaft in sich zusammenfallen. Menschen würden nur noch konsumieren, was sie wirklich wollen und brauchen. Und die ganze Konsumsucht wäre weg. Die ganze Ersatzbefriedigungskonsumsucht wäre weg. Und dadurch kommt es in dem Sinne zu einem Degrowth, also zu einem Wachstumsschrumpfen. Aber man sollte eigentlich gar nicht über Wachstum, denn Wachstum über Ideen, da hat ja Dr. Krall mal ausnahmsweise recht, Wachstum über Ideen muss ja nichts Zerstörerisches sein, aber Wachstum über Erzeugung von Konsumsucht ist das, was zerstörerisch ist. Und wenn ja durch die Wohlfühlstimme als Wahlstimme sozusagen die ganze Konsumsucht wegfällt, dann haben wir einen Degrowth, dann brauchen wir solche verrückten linksextremistischen Scientology-Zeugen Jehovas-Ideologen wie Nico Pech nicht. Nur mal ganz deutlich zu machen, Nico Pech mit P-A-E-C-H. Ja, das Erstaunliche ist, dass solche linksradikalen Ideologen, ja, so, dass man die sogar schon mal im Fernsehen gesehen hat, aber die Next Scientist for Future.de noch nicht im großen Fernsehen gesehen hat, weil die doch auch die soziale Marktwirtschaft beenden wollen, aber doch nicht mit Linksradikalität. Naja gut, dann woran das wohl liegt, und Nico Pech spricht jetzt also, von was spricht er? Von stärkere Umverteilung des Vermögens. Ja, jetzt, lieber Milliardärskönige, was sagen Sie, wenn dieser Herr Nico Pech zu Ihnen kommt und nicht sagt, ich will, dass Sie irgendwann ein total glückliches 127-jähriges, kerngesundes Kommunenleben geschenkt bekommen durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, sondern wenn er zu Ihnen kommt, hier, was sagen Sie, lieber Milliardärskönig, was sagen Sie, Herr Warren Buffett und Herr Jeff Bezos, wenn Nico Pech zu Ihnen kommt und sagt, ja, also wir sollten doch mal eine stärkere Umverteilung des Vermögens machen, dann denkt doch der Milliardärskönig, ja, Pech gehabt. Ich will aber nicht, dass mir einfach Geld weggenommen wird. Und da ich die Welt beherrsche, tschüss, Herr Pech, Sie interessieren mich nicht. Ja, und dann sagt er, Vermögende stärker heranzuziehen. Und dann sagt er wieder, Ausbeutung. Ja, ja, lieber Milliardärskönig, Herr Pech kommt zu Ihnen und sagt zu Ihnen, ja, Sie Ausbeuter. Ja, dann sagt der Milliardärskönig, da mit so einem Schwachkopf muss ich mich doch nicht unterhalten. Ne? Ja, das ist doch, wie die Welt funktioniert. Ja? Also, ja, ich hoffe, Sie fanden diese Ausgabe der Wissenschaftlichen Tagesschau heute auch wieder spannend. Also ich fand ja den Knaller Dr. Med-Bodo Schiffmann, der also so ganz klar sagt, es sei bewiesen. Ne? Er sagt ja so ganz klar, es sei bewiesen, dass das Ganze ein Irrtum ist. Schweden hätte das bewiesen. Schweden hat weniger Maßnahmen und hat keine Probleme. Also ist bewiesen, sagt Dr. Bodo Schiffmann, das Ganze war ein Irrtum. Und ich habe jetzt ja die tieferen Ursachen dieses Irrtums noch einmal naturwissenschaftlich bewiesen durch die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, dass eben unser System nicht anders konnte, weil der Zentralirrtum ist der Glaube, der Aberglaube an die Gutheit der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr.
Dr. Markus Krall. So viel zur 13 Uhr Ausgabe der Tagesschau heute. Wahrscheinlich heute Abend wieder zur Abendtagesschau der Wissenschaftlichen. Tschüssi!